Hallo Leute, seid ihr bereit, mehr über meine Geschichte zu erfahren? Dann machen wir weiter. Im Jahr 1799 habe ich mit dem französischen Botaniker Aimé Bonpland Madrid verlassen und wir haben uns auf den Weg gemacht in die spanischen Kolonien in Amerika. Wir sind im selben Jahr in Venezuela gelandet und durch die Flüsse Amazonas, Orinoco, Atabapo und Negro gefahren. Wir waren auf der Suche nach einem Fluss, der die Amazonas- und Orinoco-Becken verbindet. Aber durch die Anordnung der portugiesischen Regierung, die ja keine Ausländer in ihrem Bereich haben wollte, konnten wir leider nicht weiter durch brasilianisches Gebiet reisen. Zurück im spanischen Amerika habe ich den Chimborazo bestiegen, um seine Atmosphäre zu studieren. Dann reiste ich nach Kuba, Kolumbien, Ecuador, Peru, Mexiko und auch in die USA, wo ich geologische Analysen an der Pazifikküste gemacht habe. Nachdem ich etwa 65.000 Kilometer zurückgelegt und mehr als 60.000 Pflanzenarten gesammelt hatte, kehrte ich mit diesem reichen Material nach Europa zurück und leistete einen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung der Naturwissenschaften. Und nächste Woche werde ich über meine Werke sprechen. Tschüss, bis dann!